Ja, hallo, der Michael von Nicker News. Ich bin hier bei den Drift Freaks Berlin. Die sind auch in diesem Jahr auf der Hobbymesse 2024 dabei. Die haben hinten den Parcours aufgebaut und hier gibt es sogar noch eine Teststrecke für interessierte Besucher. So, hier gibt es die Driftfahrschule für Interessierte. Die können hier einfach mal driften. Also sprich, die bekommen hier einen Sender in die Hand und können unter Anleitung hier mal in Ruhe driften und nach Herzenslust probieren, wie das Ganze funktioniert. Eine sehr schöne Aktion. Es gibt hier verschiedene Modelle, die hier bereitgestellt werden. Und dann können die interessierten Besucher hier selbst zum Sender greifen. So, und hier seht ihr, es sind viele Gäste da, also nicht nur die Berliner sind da, es haben viele sich mit angemeldet und driften hier nach Herzenslust auf dem Parcours. Hier zum Beispiel sind so eine Taschen angezeichnet, also man versucht natürlich genau in die reinzufahren, ja, so wie es im richtigen Driftsport ist. Es gibt ja dann die Battles und das Rennen an sich. Ja, ich hatte schon mit der C10 Driftmeisterschaft schon mal drüber gesprochen bzw. berichtet. Und es gibt ja auch das Clash of Titans, wo dann praktisch richtig ein Rennen in Erfurt auf der Messe ausgerichtet wird. Und hier präsentieren natürlich die Driftfreaks ihre Modelle für die Zuschauer. So, haben wir sehr schön was aufgebaut. Noch eine Minute bis zum Start. Schöne Garage, Reifenständer und die schönen Lackierungen der Fahrzeuge. Jeder hat da so sein eigenes Motiv. Wir haben hier sogar eine Gastankstelle. Ja, nicht schlecht, was sie hier aufgebaut haben. Und ihr seht hier die schönen Karossen. Und ihr seht, darunter sind keine Chassis, also keine reinen Rennwagen. Das sind Displays. Und manchmal ist aber auch ein schönes Chassis drunter. Und die schauen wir uns auf jeden Fall danach gleich mal an hier. So, das sieht schon richtig cool aus. Wenn man die Fahrzeuge so driften sieht. Ne? Die versuchen immer parallel nebeneinander zu driften. Ne? Das ist dann im Battle Ziel. Ja, dann kriegt man die meisten Punkte, wenn man schön hinten dran bleibt. So wie hier zu sehen zwischen den beiden. Also ein schöner Sport, auch sehr anspruchsvoll. Nicht einfach zu fahren. Das sollte nicht passieren, aber hier wieder schön parallel. Sogar zu dritt. Zwei sollten es immer sein im Battle, deswegen heißt es Battle und ich strippe.
Und hier stehen die Fahrer und steuern ihre Modelle. So, hier ist eine kleine Driftstrecke aufgebaut bei den Drift Freaks. Da können die etwas kleineren Modelle mal probiert werden und es kann hier gedriftet werden. Ihr seht, der Kurs ist ganz individuell gestaltbar. Der fährt jetzt hier nicht auf der Strecke, so wie es ist. Ihr seht mal die Fahrzeuge, wie klein die sind. Hier wirklich super klein, aber auch passende Driftreifen, RWD. Hier habt ihr mal den kleinen Akku dazu. Ja, auch hier vorne die Aufhängung. Wir werden uns mal ein großes Auto ansehen. Krass, ne? Ja, das sind die kleinen Modelle. Genau. Genau, gesteuert werden die ganz normal mit einer Zweikanal-Fernsteuerung. So, Drift Society. Ja, könnt ihr hier folgen? Haben ja ein schönes Display, also sprich ein Diorama. Und jetzt seht ihr mal die schönen Fahrzeuge, wie die aufgebaut sind. Also man versucht natürlich auch optisch die toll aufzubereiten. Nicht nur die Lackierungen, sondern auch das Innenleben und das Drum und Dran. Drift Freaks Berlin findet ihr übrigens auf der Facebook-Seite von denen. Die haben auch eine Instagram-Seite. Also kein Problem, einfach mal suchen und finden. Die haben auch unweit von Berlin eine eigene Strecke. Unweit von Berlin. Einfach mal über die, ja, im Prinzip über die ganz normale Autobahn erreichbar, Nähe Mischenburg. So, und hier sehen wir mal andere Fahrzeuge. Ja, hier gibt es einen Fahrer, der fährt auch Rennen, also ein Crawl, deswegen steht hier ein Crawler und wir gucken uns nicht die Offroader hier an, die jetzt hier zu sehen waren, oder die 2WDs bzw. 1-12er, sondern wir sehen uns mal die Fahrzeuge hier genau an. Also im Prinzip ist es ja wie der kleine, nur in groß. Gibt es verschiedene Hersteller, MST, Yokomo, ach, ich will die gar nicht alle nennen. Paula, so, dann habt ihr hier Einzelradaufhängung. Ihr habt einen großen Lenkwinkel, also nahezu 90 Grad. Das seht ihr jetzt bei einem normalen RC-K nicht. Das hat einfach mit dem Driften zu tun. Hier, ganz Besonderheit bei der Aufhängung. Hier, ihr könnt hier und hier die Spurbreite einstellen. So, ihr habt hier solche Dämpfer drin. Also ganz normal Elektrostoßdämpfer, Öl, Federn, alles könnt ihr wechseln. Federung erfolgt so. Aber es ist nicht so aufgebaut, wie ihr es sonst kennt, ne? Dass die hier so aufgebaut sind an einer Schussdämpferhalterung, sondern es hier, die Halterung sieht etwas anders aus mit Umlenkhebeln, aber funktioniert im Endeffekt genau so. So, dann habt ihr vorne habt ihr keinen Antrieb, weil heutzutage fahren die alle mit RWD, also Heckantrieb. Motor oben, Akku oben, ja, ist eigentlich dem geschuldet, das soll ja gut driften und nicht hier Graffiti, also sprich niedriger Radstand, hier Schwerpunkt. Es geht hier einfach darum, optimalen Driftwinkel zu finden und auch optimal zu driften. Hier seht ihr mal ein Servo von OMG, die gibt es hier passend zu den Farben von euren Fahrzeugen. Also das ist auch individuell anpassbar. Es gibt diese in den verschiedensten Farben, schwarz, rot und eben auch in Pjobel. Ne, passende Dämpfer drin, das sind hier mal High-End-Dämpfer drin. Dann haben wir hinten den Fahrregler. Wie gesagt, das ist alles so optimiert, dass das gut driften, dass du gut driften kannst. Ne, passende Karosse drauf, die natürlich dem Original entspricht. Ne, man kennt es ja von dem Film. Dann haben wir hier schöne Zubehörsachen. Hier geht es mal los mit einer Vorderachse für verschiedene Fahrzeuge von Baola. Hier, und das seht ihr mal, die Aufhängung komplett anders, wie wenn man es jetzt vom normalen RCK kennen würde. Dann gibt es hier schöne Accessoires wie Bremsscheiben, Bremsbacken. Hier haben wir Antriebswellen in verschiedenen Farben. Dann hier die einstellbaren Kolbenstangen, hatte ich mal ein Video gemacht, richtig coole Sache. Die könnt ihr individuell einstellen, ohne dass ihr hier die Kolben wechselt. Dann gibt es hier Scheiben, Ritzel und Zubehör und auch hier Magnethalter, weil man möchte natürlich die keine Karosserielöcher haben. Ja, und hier bei den Drift Freaks Berlin
gibt es verschiedene Fahrzeuge, die man sehen kann. Aber ihr seht hier Einzelradaufhängung, hier mal zum Beispiel Stoßdämpfer zwar genauso angeordnet, mit, aber anders aufgehangen. Und auch wieder hier in großen Lenkwinkel, das ist einfach diesen Driften geschuldet. Das ist übrigens ein Reef D-Fahrzeug, auch hinten der Regler, oben der Motor und davor das Servo und der Akku ist tief unten angeordnet. Ja, man tut den Schwerpunkt nach hinten setzen und nicht so weit nach vorne. Ja, hat wahrscheinlich mit dem ganzen Driften zu tun, damit man optimal fahren kann. Hier seht ihr mal die verschiedenen Farbvarianten von den Servos, also gibt es ja auch in verschiedenen Farben bei den Reglern. Hier seht ihr mal so ein Servo in Rot. Was alle Fahrzeuge haben, ist ein Gyro, der gehört einfach dazu. Ihr müsst ihn richtig gut einstellen, damit er dann auch optimal driften könnt. So, hier seht ihr mal die Motoren, Regler, alles gibt es natürlich in den passenden Fahrvarianten. Meistens Rot, Bjorbel und in Schwarz. Und genauso gibt es auch hier die Gyros, gibt es natürlich auch in den verschiedenen Farbvarianten. Und ihr seht, Fahrerlager ist es hier voll. So, und wenn man hier durchs Fahrerlager geht, dann sieht man hier die geilsten Karosserien und auch nicht nur die geilsten Karosserien, auch hier die ungewöhnlichsten Spoiler hier, wie man hier sieht. Mal hier auch die passenden Spoiler, guck mal, wie geil die hier hinten aussehen dazu. Guckt euch das mal an, ja? Sieht auch cool aus. Guck mal hier, die Lackierung sieht auch hier schick aus und das Fahrzeug. So, guck mal hier, sogar mit Fahrerfigur noch oben drauf. Guckt euch mal an, wirklich schöne Karosserien. So, ihr seht, ne? Was ich euch sagte, ne? Es gibt auch hier andere Farben. Also das kann man individuell gestalten, wie man möchte. Und passend zu den Farben gibt es auch noch die Kabel. Also hier die Drifter, die sind ja ganz enorm, ganz extrem, ne? Von der Optik her. Das muss halt alles passen, alles ineinander passen vom Chassis her. Hier übrigens auch ein RWD, also vorne kein Antrieb. Ihr habt hier den Motor und dann geht es hinten über das Differential zu den beiden Rädern. Und ihr seht, Lichtsatz ist auch verbaut. Ja, Optik ist natürlich auch eine gute Frage. Hier haben wir zum Beispiel mal ein Tamiya. TR03 müsste das sein. Als 4WD, auch mit Driftreifen. Und ja, warum nicht? Kann man halt auch umbauen. Okay, ihr seht das mal. Na, hier wird... Genau, hier. Und schon habt ihr den Reifen runter. One is for mounting, yeah. One is for removing. Genau, einmal fürs Aufbauen und hier macht das Drifter drauf und klack, ist der Reifen auf der Felge. Cool. Hier. Habt ihr hier diese Werkzeuge. Ja, das ist ja mal cool, weil die Reifen sind ziemlich hart und gehen ziemlich schwer drauf. Und dafür gibt es hier passend dieses Werkzeug. Cool. Ne? Damit kann man einmal den Reifen runterdrücken und einmal drückt man den Reifen wieder drauf. Dann hat man den auf seinen Felgen montiert. So, und das hier, guckt euch mal an, das gibt es hier komplett als Set von MST. Und hier schauen wir uns mal noch Autos an, die hier noch ausgestellt sind. War doch mal ganz informativ gewesen. Jetzt haben wir auch mal gelernt, wie die Reifen hier demontiert werden. Hier haben wir zum Beispiel auch ein schönes Design vom Milka-Auto. Ja, und das Ganze im Herzen von Berlin, beziehungsweise die kommen aus Berlin, die Driftfreaks Berlin hier. So, das war jetzt mal hier ein Rundgang bei den Drift Freaks Berlin gewesen.
richtig coole Sache, richtig cooles Ausstellungsfläche, also Präsentationsfläche, wie sie den Driftsport hier repräsentieren. Also ihr seht da zum Beispiel mal so ein Battle, wenn sie parallel zueinander fahren, dann stehen hier die Fahrer, ihr könnt euch da informieren und hier habt ihr so eine Präsentationsfläche, da könnt ihr selber mal mit so einem Driftfahrzeug fahren. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal und bis zum nächsten Mal, euer Mika.